Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Super Mario Bros. 3 auf dem NES. Immer noch die Übersetzung von Red, von der Gruppe der G-Trends. Die legendären G-Trends, die es ja nicht mehr gibt. Schade, schade, schade. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann mal wieder ein Reunion. Wäre doch cool. Mann, jetzt hör auf mit dem Power. Huh? Oh, das war doof. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nirgends runter. Nein, Mann! Scheiß die Wand an! Alter Vater. Another try. Muss ich doch noch unten rumgehen, ne? Ups. Doing. Muss man sich echt konzentrieren in dieser Welt. Ich dachte, der hält an. Ich bin ja echt überhaupt nicht der... Oh, guck mal da oben. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oben links sieht man noch die vorige Welt sozusagen. Aber da... Ich gehe da jetzt mal runter. Kann ich da wieder runter? Oh. Was geht hier ab? Das habe ich noch nie gemacht, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Cool. Merkt euch mal den Aufbau von dem Level. So, man kann hier ringsrum gehen, toll. Und dann geht man nach rechts und man kann nur nach rechts in diesen Turm reingehen. Oh, jetzt muss ich den ganzen Level normal machen. Bah, ich bin so ein Bobber. Ich bin ein übelster Bob. Aber ihr seht, sowas wurde auch früher auch schon mal eingebaut. So eine fiesen Sachen, vor allem bei Mario. War das bei den Lost Levels sogar, wo man über die Fahne drüber springen konnte? Also eigentlich Lost Levels war Super Mario Bros. 2. Original zumindest. Kommt dann hierzulande mit den Super Mario All-Stars heraus. Als Lost Levels. Ach du Arschloch. So. Doing. Und ja, da kann ich, habe ich das so in Erinnerung, dass es da irgendwo eine Stelle gab. Da konnte man dann über die Fahnen drüber springen und kam dann zu einem dieser Röhren, Select Your World oder wie die auch immer hießen. Aber da ging es nicht vorwärts, sondern rückwärts. Klasse, oder? Guding, guding, guding. So. Jetzt sind wir wieder oben. Und jetzt können wir mal gucken. Da! Da kann man auf einmal von oben reingehen, angeblich. Was ist denn da los? Da oben links in der Ecke, siehst du doch. Mensch. Frag doch nicht dreimal wo. Wo sehe ich nicht? Wo denn nur? Die cleveren Leute unter euch haben es natürlich sofort erkannt. Und jetzt weiter. Jetzt warte ich erstmal. Der dreht sich nicht. Okay. Ah, der dreht sich wirklich nicht. War ja gar nicht so schwer. Das war ja easy peasy. Dong, tschüssi, Lucky Two. Tut mir leid, dass ich dich jetzt in eine Münze verwandeln musste. Tja. So, weiter geht's. Level number 5. Oh, das sind Donut-Welten. Zumindest. Ja, seit Yoshi's Island, also Super Mario World 2, auf dem Super Nintendo, heißen die Dinger, glaube ich, Donuts. Ob ich die hier mal aufspringe? Ach, du kannst hier mal dich ganz hier bald dich abhauen. Du kannst dich mal abhauen, Junge. Ah, da geht's rein. Oh, was kommt hier noch raus? Wahnsinn! Der Unglaubliche, der Incredible. Steintypi. Da stellt sich für mich die Frage, gibt es tatsächlich auf dieser Welt Tiere, die sich in Stein verwandeln können? Blöd, das nehme ich doch nicht mit, ich bin doch nicht blöd.
So viel zu dem Thema. Ich bin nicht blöd. Aber mir sind die Level vergleichsweise kurz. Ich habe die viel, viel längere in Erinnerung. Aber eigentlich können die auch gar nicht so groß sein, weil das NES hat ja nicht so viel. Ich glaube 64K oder so an Speicher. Oder ist das jetzt auch wieder Wunschdenken? Ach, ich weiß es doch nicht. Ich könnte mal schnell Wikipedia aufmachen, aber da hält die Aufnahme an. Das will ich wieder auch nicht. So, Level 6. Wir gehen ja der Reihe nach. Für euch spiele ich übrigens alle Level. Oder habe ich schon welche aussetzen lassen? Ich kann mich nicht erinnern. Boing. Boing. Meh. Ah, die gehen auch wieder hoch. Solche Level, solche Scroll-Level, dann musst du noch auf so eine Plattform springen, das ist immer voll bäh. Zack. Ein bisschen gescheatet. Hui. Ist das nicht bequem? Auf dem Treffen, also jetzt, inzwischen, gestern ist ja die letzte Folge Castlevania gelaufen mit dem Blacker King. Und, ja, danach haben wir noch so ein bisschen rumgezockt und verschiedene Spiele noch ausprobiert und wir haben noch ein Street Fighter Turnier gemacht. Da bin ich Platz 3 geworden, cool. Angefangen habe ich auf dem ersten Treffen mit Platz 12 oder so, dann war ich Platz 8 und jetzt bin ich schon auf Platz 3, also entweder sind die anderen deutlich schlechter geworden oder ich bin deutlich besser geworden. Ich tippe auf das erste, weil ich weiß, dass ich nicht so gut bin in Street Fighter eigentlich. Oh, nerviges Typi! Da unten rein. Tschüss. Ja. Und jedenfalls danach kriegen wir nochmal 5 Leben. Jedenfalls danach haben wir noch hat jemand noch eine Wii ausgepackt, das war der sogenannte Kill Bill. Eine Wii U. Und dort haben wir dann gespielt, eigentlich die ganze Nacht lang, New Luigi Bros. U, oder wie es auch mal heißt. Das war cool, vor allem mit diesem, also am Anfang haben wir einzeln gespielt, dann haben wir Multiplayer gestartet, weil wir das halt mal ausprobieren wollten auch. Und jetzt sind dann zu zweit rumgerannt, das war dann wow. Ich weiß gar nicht, ob wir dann auch mal zwischendurch zu dritt rumgerannt sind. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und dann. Haben wir den Cheat-Modus ausgepackt. Gab's ja schon bei New Super Mario Bros. U. Mit diesem Game-Tablet, wo man dann... Ey! Geh da wieder hoch, Mann. Wo man dann, was dann so von Nintendo dargestellt wurde, das ist total toll. Und da kannst du dann mit deinem kleinen Kind auch noch Super Mario spielen. Und das kann dir dann einfach Blöcke platzieren. So. Und das ist dann sozusagen der Cheat-Modus. Aber bei Luigi zumindest kam mir das überhaupt nicht vor wie ein Cheat-Modus, weil der war total witzig. Und dann hat man dann die Blöcke platziert und hat dann ein bisschen weiter gedacht als derjenige, der dort gerade rennt. Und hat ihm dann den Weg versperrt, so die ganz klassischen Sachen. Scheiß, die waren da. Du Typ! Haha! So. Es war total witzig und wir haben nur stundenlang gelacht und wir wurden angemeckert. Könnt ihr nicht endlich mal aufhören mit Spielen? Ich will hier schlafen. Wo wir dann sagten, geht doch nach hinten. Da ist der Schlafraum. Viel Spaß. Uhuhu, geilo. Dong dong. Ja. Ah, zielgerichtet gesprungen hier. Ach, scheiße. Jetzt kommen die Dinger auch noch von oben. Tschüssi, Kowski. Oh yeah. Let's try this out. Wir werden ihn sowas von toten. Och, wie er mit der Arme wackelt, hä? Hihihihi. Ja, Leute, und da ist auch schon wieder dieser Part vorbei.
ich möchte nochmal dazu aufrufen, schickt mir mal ein paar Kommentare, ob das mit den 10 Minuten okay ist oder ob ich das einfach nur zu kurz ist. Dann mache ich halt wieder Viertelstunden draus. Ist ja nicht das Problem. So, und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen Super Mario Bros. 3 auf dem NES. Ja, macht's gut, bis dahin und tschaußen!